Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum Bus Simulator 21 und wir machen heute weiter, wie ihr es anders von mir nicht kennt. Genau, mit der Aufwertung unserer Haltestellenrunde ab TV Point. Leider ist noch viel, TV Point. Es fehlt, wie gesagt, diese eine Stufe noch. Ich hoffe, dass wir es in der nächsten Folge fertig haben. Wir wollen jetzt mittlerweile 4. So, nächste Haltestelle ist Harbor Administration. Also der haut mir Dinger rein, wo ich mir denke, Alter, lass es. Lass mich jetzt verarschen. Ah, das ist so eine Ecke hier. Ja, lass mich in Ruhe. Ach, ja, ist doch in Ordnung. Haben wir es doch jetzt. Jetzt geht schon wieder munter weiter mit. Reparaturkosten, Fußgänger war angefahren, weil ich keine Ahnung habe, wo die sind. Das ist halt so. So. Naja. Ich habe Bordstein touchiert, mein Gott. Passiert. Meine Katze hat mich die ganze Nacht wach gehalten. So. Jetzt fahren wir erstmal so nach aus Harbor. Ich bin froh, wenn wir das alles hier durch haben und die dann schon Abschlussmission angehen können. Ich höre den Fahrgast mit seiner scheiß Musik. Natürlich sitzt du oben. Natürlich sitzt du oben. Warum auch nicht? Bist du sicher? Hä? Hast du das? War mir nicht klar. Okay, die hat sich nicht bemerkbar gemacht. Oh, alles gut, dann ist es so. Ich hasse sowas mittlerweile. Oh, guck mal, los. Juhu. Nein. So. Ich glaube, ich bin froh, wenn ich das Ding hier irgendwann mal komplett durch habe. Aber ich habe mir jetzt ausgesucht, dass ich es jetzt durchziehen muss. Jetzt wird es mich langsam extrem zäh. Also dieses Aufwerten halt extrem, das zieht sich halt. So, da ist die Haltestelle. Harbor Administration, also jetzt auf 4 mittlerweile. Tag.
zwei Wochen. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? So, Seniorentageskarte, gib ihm. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. So, Seniorenticket, Alterungsticket. Gut. Die Fischer Street möchte auch wieder aufgewertet werden. Achtung, Achtung, die kleine Fischer Street und du hast schönes Weibchen wieder auf der Position dort. Kiss es. Okay, dann fahren. Oh, ich sollte mal nicht so fest so schnell fahren. Die Fischer Street auf 3. Der Film war schlecht, aber er war so schlecht, dass er wieder gut war. So. Ich möchte keine mitfahren. Schade. Gut. Dann fahren weiter geht die Reise zum Fischinghaber. Ne, ich fahre jetzt hier rechts. Ich fahre jetzt nicht da komplett außen rum, liebe Leute. Das könnt ihr für mich nicht machen. So, jetzt machen wir die Kurve ein bisschen enger. So, da, nicht zu eng, aber da steht dann plötzlich ein Auto. Diesmal möchte keiner aufwerten. Doch, möchte. Fishing Harbor. Die kleine Haltestelle Fishing Harbor möchte auf 5 aufgewertet werden und fliegt jetzt damit aus dem Dock One. Fishing Harbor. Fliegt jetzt damit aus der Liste. Jo. Schreiben. Denke ich mir auch immer. Meine ist auch diesen Monat fällig. Den denke ich mir auch, aber nicht im Gerne. So, nächste Mal Stelle ist dann die Fidel Street. Und wenn du. Oder da hat sich schon ein bisschen vorgedrängt, aber. Ah, wir haben drei. Mami, du kannst laufen. Du hast zwei Beine. So, halt. Das ist die nächste. Die nächste Haltestelle, die hier jetzt die links ist. Ich sag ja, ich befürchte, dass wir hier den Haber eher drauf kriegen als Sivio. Also eher auf 5 kriegen. Es geht jetzt wieder auf 3. Also Minimum 2-3 Folgen noch. So. Studententicket, die Wochenkarte und los geht's. Er sollte nicht nach Arbeit. Ging gerade ein bisschen. Ich habe eine Fahrkarte, bitte. So, einfach eine Fahrkarte. Danke. Ihr wollt nicht mit? Wollt ihr doch mit oder was? Oder wollt ihr jetzt nicht mit? Doch, ihr wollt mit.
Was mit dir? Willst du mit? Willst du nicht mit? Dann hast du Pech gehabt. Wo hab ich schon mit dem Fußgänger gefahren? Bei dieser fucking Folge heißt es, ja, du hast einen Fußgänger angefahren. Nein, hab ich nicht. Ich hab sie ja gesehen. Ich weiß, dass neben mir einer stand, aber ich bin beim Anfahren. Ja, okay. Also ich krieg jetzt jedes Mal, jede Folge krieg ich mindestens einmal Strafe wegen Fußgänger angefahren. Das Problem war, hinter mir der nächste Bus stand und der Fußgänger so in den Bus, in meinen Bus reingepackt ist. Ich habe jetzt, sagen wir mal, 80.000 schon wieder verloren wegen nichts. Weil es tut jetzt nicht weh, es ist jetzt egal. Kaum Sachen, wie ich die Altstelle aufwerten kann. Ich bekomme die einfach später. So ein schöner Tag. Keine Meldung reinbekommen, okay. So. Seniorenticket, Tageskarte. Ich bin aus West Oakwood, Baby. Es dauert ein ganzes Jahr, die Brücke zu streichen. Und dann fangen sie von vorne an. So geht das seit Jahren. Gut, nächste Haltestelle ist die South Wilson Street. Du kannst euch gerade ein bisschen beim Reinlenken. Alter! Genau wie sowas verlierst du dann 20.000, weil die dir wirklich plötzlich vom Bus abblocken. Ich meine, du kannst nichts machen. Ich war ja schon mit dem Limit da drin, aber. Alter, Alter! Ja, ist nicht klar, dass ich da nicht rumkomme. So Scheißecke hier. Ah, du drängelst dich natürlich noch vor, Kollege. Ach, wegen solchen Leuten, ey. Das ist wie in Real Life. Du hast einen Schleicher, der schafft es vor der roten Ampel. So langsam zu fahren, dass du nicht über die rote Ampel kommst. Aber er. Mit 20 in der Innenstadt oder sowas. Freut sich auf meinem Handtuch trocken. So, hier 4 jetzt mittlerweile hoch. Hi. Ich brauche eine Fahrkarte. Ja. So. Und lass mich raten, wenn der jetzt da stehen bleibt, kriege ich jetzt irgendwie 20.000. Pass mal auf. So, nächste Haltestelle ist dann Darcy Avenue, ja. Geh weg da, mein Gott. Meine Freundin sagt immer, ich wäre genauso wie Consuela aus Spring of Affection. Ich kenne Consuela aus Family Guy. Haben wir jetzt irgendwie mal eine, haben wir noch eine Haltestelle, die wir jetzt aufwerten müssen? Nee, ne? Es hält immer noch die Einsame drin. Das ist das Problem an der Sache. Aber das ist halt der Bug, dass die angeblich nicht anfahren können.
Eine Fahrkarte, bitte. Das ist halt wohl, die kotzt mich da dann. Die kotzt mich da dann in der. So. Ja, scheiße. Leider hat ein bisschen viel kassiert. So. Oh, ich bin da reingepittet. Warten, du sitzt natürlich jetzt oben. Nee, du sitzt hier, ne? Oder? Wir sind da. So, natürlich sitzt jetzt dieser Fahrgast natürlich oben. Ich blockiere gern die Bustür, wenn ich einen schlechten Tag habe, damit der hübsche Busfahrer mit mir spricht. Ist keine Fahrgast, der Fahrgast, der da oben ist, der eingepennt ist. Hier. Augen, Blick da, hier bitte. Schlafverfahrgast ist auch gesagt. Ja, ich zeige Ihnen meine Fahrkarte, aber nicht anfassen. Die kommt direkt in meine Sammlung. Gut, hast du noch was? Die Aussicht ist toll. Hallo, so Fahrkarte. Meine Fahrkarte kaufen. Hallo? Ja. Wir sind ja schon verspätet dran. Gut, kein Fahrgast. Keine ohne Fahrkarte, das heißt, alles ist gut. Und der nächste Haltestelle ist da vorne, das ist die Jefferson Street. Schwer einer mitten über die Straße gerannt einfach. Jefferson Street. Oh, das sind viele. Hi. Kann ich bitte so eine Fahrkarte haben? Und ich muss zur Arbeit. So. Gotti. Oh ja, ich liebe es. Meine Fresse, ey. Die Leute, die sich unbedingt nochmal vorarbeiten müssen. Ich muss da einfach vorbei. Dann fährst du natürlich vor, alles klar. Das ist kein Problem. So, hatte ich ja schon ausgebaut. Die South Stockton Street rausnehmen aus der Liste. Also nämlich ganz, aber. Ich brauche neue Bücher. Die hier habe ich alle durch. Ja, sind jetzt viele natürlich noch draußen stehen. Einfache Fahrt, bitte. Danke. Jo. Gut, die bleiben natürlich alle draußen. Sehr gut, weiter geht die Reise. Nächste Haltestelle. North Ghost Street. Lauter Mord. Schade. Dass man Leute nicht rausschmeißen kann. Ich hätte mehr Optionen gerne. So, wo haben wir denn? Du bist das bestimmt, ne? Oh, sorry, ich mach's leiser. Vor allem hatte ich einfach ihre Kopfhörer abgesetzt. Ich sollte schließlich was Ghost Street. Ich bin schon ein bisschen in Verspätung drin, aber das liegt auch ein bisschen daran, was für Leute man da so hat. Hey!
Du kriegst keine 20.000 Strafe, fick dich, Alter. Okay, ich bin eben auch gerade mal weniger komplett voll reingesemmelt. Das ist abgesehen davon. North Ghost Street auf 3. Level 121. Wir sind mittlerweile bei über fast 5 Millionen. Hallo. Hallo. So, Tür zu. Bus voll. Weiter. So, diesmal fahre ich geradeaus. Ich bin jetzt mal hier links gefahren und wollte dann doch mal rum. Jetzt fahre ich hier geradeaus weiter. Ich sollte vielleicht nochmal die Route löschen und nochmal neu einordnen. So. Natürlich kann die Rampe nicht ausgefahren werden, weil sie blockiert wird. Hi. Eine Fahrkarte, bitte. So, und jetzt hast du solche Fälle, dass du quasi jeden Mal einzeln eine Fahrkarte bekommst. Ich würde dich gerne reinlassen, aber da sind irgendwelche Clowns, die ganze Zeit, die irgendwelche Fahrkarten haben wollen. Gut, hört sich mit. Ich will doch gern mit! So, wie gesagt, ich stelle jetzt dann hier die 13. Das ist die Highschool. Wir sind mittlerweile ein bisschen in der Verspätung drin. Ja, das ist aber an vielen Umständen. Da kommt noch ein Rollstuhlfahrer. Ich frage, ob der jetzt mit mir mit will. Der will diesmal mit mir mit. Hi. So, Senioren-Ticket einfach verkauft. So, weiter geht die Reise. Da ist der nächste Bus schon. Ich muss jetzt nicht ohne die Leute aufhalten. Hat dieser Fahrgast jetzt einfach Pech gehabt? Welche ist jetzt hier vorne? Diese Drecksmülleimer. Oh Mann. Ich nehme aber auch alles mit gerade. Weil ich jetzt gerade auf das Auto davon ein bisschen geachtet habe. Ich sehe die Meldung. Ja, Fahrgast ignoriert, interessiert mich nicht. Ich mache es jetzt wie in Real Life. Ich einen Aufstieg an der nächsten Haltestelle und nicht irgendwo. Ich bin im Bus, ich bin glücklich, das Wetter ist heute. Okay, ja, da unten ist einer. Kann mir heute sagen, was ich tun oder lassen soll. Valley Spring Church. Die Valley Spring Church steht auf 4. So, ich gehe nochmal rum.
Es sind insgesamt nur noch 17 Haltestellen. Oh, ich hasse solche Leute. Ja, tut mir leid, dass ich das jetzt gerade... Das interessiert mich nicht. Der fährt einfach weiter, der fährt da irgendwo durch. Fulton Street, die kann ich jetzt wieder rausnehmen. So, nächste Haltestelle. Jetzt sind so noch 16 Haltestellen. Stehe ich denn da jetzt gerade? Valley Spring High School, Pine Street, North Folsom Street. So. Gut. Muss da irgendwo noch. Du fährst quasi. Du fährst dann jetzt. Was probier ich? Pine Street. Jones Street. Ja. Irgendwo war da jetzt noch was. So. Hi. Pine Street und Jones Street, ne? Jetzt wollte er bestimmt alle Fahrkarten haben. North Folsom Street. Warte mal. Habe ich den Ofen ausgemacht? Valley Spring High School. South Stockton Street. Die 15? Die 14, 15. Pine Street. South Jones Street. Pine Street. South Jones Street. Warte mal, ich stehe. King oh. Street. King Street. Valley Spring Church. Wo stehe ich denn jetzt gerade eigentlich überhaupt? Pine Street. Warte mal. Pine Street, South Jones und Pine Street. North Folsom Street. Valley North Valley Spring High School. Pine Street. South Jones Street. South Jones. Pine Street. Und Pine Street. Ja. Valley Spring High School. Gut. Dann fahren wir weiter. Ich stehe ein bisschen in der Verspätung da drin. Ich habe die jetzt getauscht, die beiden letzten Haltestellen. Ich bin nicht an der Besonderung vorbei. Ja, das Problem, ich muss natürlich jetzt ausziehen, weil deswegen habe ich sie gerade eben getauscht. Ah, verstehe gerade, ich darf nicht an dieser Halt. Ich darf nicht durch die Haltestelle durchfahren. Jetzt bin ich da vorbeigefahren. Ja, das ist natürlich wieder ein Auto hinter mir, weil das Auto muss natürlich jetzt unbedingt sich dort vordrängen. Vorbei. Ja, ich habe es jetzt für den nächsten Durchgang habe ich so getauscht jetzt. So.
Pine Street ist ja hier. Geht jetzt. Ach, Rollstuhlfahrer, ja. Der Rollstuhlrad ist blockiert. Jetzt geht's hoffentlich ein bisschen durch. So. Ich glaube, so weiter geht's. Ja, ein Rollstuhlfahrer tatsächlich. Einen Einzelfahrschein, bitte. Mhm. Ich eine Fahrkarte gekauft? Das wäre vielleicht so gut zu wissen für dich. Eines Abends, auf dem Nachhauseweg, habe ich ein paar glühende Augen in der Dunkelheit. Dann fahre ich dich so Street an. Aber es war nur der Bus, der mir gerade davon fuhr. Ich habe sie für die nächste Runde mal getauscht. Weiß, der Bus endet dann nicht mehr. Endet dann hier. Früher habe ich auch das Auto genommen, aber nicht selbst fahren zu müssen. Ich musste die jetzt nehmen, weil damit die aufgewertet wird. Die geht jetzt auf. Ich sah erst auf 2. Ich habe das jetzt bei den ersten Mal durchgehend ein bisschen ignoriert, meine weniger. Ich darf nicht vergessen, mich auf das Meeting mit 100% NPCs. So. Da sitzt noch einer drin. Bist du nicht mit? Ich hab's gerade richtig gesehen, ist ja nicht einer drin gewesen. Oder nicht? Da sitzt doch jemand, oder nicht da rechts? Naja, so ist es. So, nächste Mal eine Stelle ist da wieder die Sea View Point. Geh mal weiter da jetzt. Ey. Ach, ich hab den Fahrgast vergessen, den Bus rauszunehmen. Das ist ein Stapelfahrgast, warte mal. Da sitzt er nämlich nicht unten, da sitzt er oben. Ich hab vermutlich den oben vergessen, das rauszunehmen. Warte mal. Jetzt willkommen in der Welt des Doppelschubbusse. Okay. Ich habe doch keinen Geist jetzt gesehen, oder was? Wie? Okay. Dann halt nicht. Jetzt ist er raus. Okay. Das habe ich sogar nicht, das war creepy. Ich hatte mir jetzt okay, jetzt hast du nicht. Ist das nicht noch jemand im Bus liegen sitzen? Da saß keiner. Ich habe jetzt nicht den Geist gesehen hier. Na gut, dann haben wir das auch soweit. In der nächsten Folge, in der nächsten Episode, geht es dann natürlich weiter mit der ganzen Geschichte hier vorne. Wieder werden weiter Schaltestellen aufgewertet und wieder weiterhin. Eine Runde durchs Agent Shores gefahren. Wie gesagt, diesmal mit einer kleinen anderen Reihenfolge, und zwar wird nämlich die letzte Haltestelle angefahren. Ich weiß nicht, ob mein Fehler war, nämlich bin ich durch die Haltestelle durchgefahren und dann hat er sich gewertet als Abschluss. Wie gesagt, ich freue mich darauf, wenn ihr einschalten würdet hier wieder bei Let's Play Bus Simulator 21 und dann geht es weiter mit der Aufwertung.